Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in St. Hilgen. Ganz besonders sage ich Ihnen, St. Hilgen kommt von dieser Kirche, nämlich von dem Kirchenpatron dieser Kirche, St. Egidius. St. Egidius war ein bändiger Mensch und in seinem Namen gibt es ganz viele Kirchen in Deutschland, auch wenn er aus Frankreich kommt. St. Egidius Kirche steht hier über 850 Jahre. Eigentlich wollten wir dieses Jahr ein großes Jubiläum feiern, aber wegen Corona haben wir leider verschieben müssen, dass wir nächstes Jahr erst dann machen. Aber dafür haben wir diesen wunderbaren Vorplatz ja zusammen mit der politischen Gemeinde Leimen organisiert, dass wir diese wunderschöne Kirche so weit gestalten, dass alle Menschen von allen Ecken hierher kommen können und dieses wunderbare Werk unserer Geschichte auch sehen und die christliche Kultur wahrnehmen und eben Gott anbeten können, mitten im Ortsteil in St. Hilgen. Wenn wir dabei sind, ja, möchte ich einfach auch betonen, Gott lädt alle ein. Dick, dünn, groß, klein, alle sind eingeladen. Und deshalb ist diese wunderbare Offenheit hier, wenn wir vor der St. Egidius-Kirche stehen, dass alle sind eingeladen, ob sie Kinder sind, Jugendliche sind, ob sie ältere Menschen von diesem Altenheim sind oder auch ja, Menschen, die sehr gerne zu den Gottesdiensten kommen. Und ganz besonders möchte ich sagen, dass unsere Kirche oder Kirchen, vor allem in der Seelsorgeeinheit, wo wir sind, Leimen, Nussloch, Sandhausen, St. Hilgengau, Angeloch, alle Kirchen sind tagsüber offen, dass jeder, der die Suche startet, Gott zu sehen oder mit Gott dabei zu sein, ist eingeladen. Und das ist was ja Wunderbares, was wir auch an diesem Wochenende in allen katholischen Gottesdiensten sehen, hören, dass der König alle Menschen einlädt. Und wenn er einlädt, die Menschen, die wirklich angeblich eingeladen wurden, doch nicht kommen. Aber was macht der König? Er sagt, lass alle kommen, die einfach diese Sehnsucht haben, bei ihm zu sein. Ja, das ist das eigentlich die christliche Botschaft, was wir wirklich wahrnehmen können. Gott lädt alle ein. Nur hier ist es ganz wichtig, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, es geht um das Herz. Wenn wir sagen, dass ich Gottes Nähe brauche, dann ist er und sie eingeladen. Ich lade euch und sie ein, auch an diesem Wochenende, aber auch die ganze Zeit, egal wann Sie Zeit haben, kommen Sie vorbei, schauen Sie dieses wunderbare Kunstwerk und auch die Kirche, wo der heilige Egidius mitten unter uns in St. Hilgen wohnt, für uns alle. Und ganz besonders ist Gott in dem Tabernakel Jesus für uns da. Ich lade euch ganz herzlich ein als Pfarrer. Und ich freue mich sehr, wenn Sie einen positiven Eindruck und eine tolle und freudige Erfahrung mit unserer Kirche machen würden. Herzlich willkommen!